Nachdenkseiten. Die kritische Website. Verteidigungsministerium und NATO verstricken sich in immer mehr Widersprüche zu CTF Baltic in Rostock. Von Florian Warwick. Sowohl Pistorius als auch das Verteidigungsministerium betonten im Zusammenhang mit dem neuen maritimen taktischen Hauptquartier in Rostock, CTF Baltic, dass es sich dabei um ein Bundeswehrkommando unter deutschem Oberbefehl, keine NATO-Struktur handeln und damit keinen Bruch von 2+4 darstellen würde. Am 22. Oktober verkündete die NATO allerdings in einer Erklärung, NATO establishes Commander, Task Force Baltic, NATO ernennt Kommandeur und richtet Befehlsstab der Task Force Baltic ein. Die Nachdenkseiten wollten vor dem Hintergrund unter anderem wissen, ob es auch bei anderen Bundeswehrstäben üblich sei, dass diese von der NATO ernannt werden. Die Antwort überrascht dann doch. Die NATO hat in ihrer jüngsten Presseerklärung vom 22.10. zur Öffnung der CTF Baltic getitelt NATO Established Commander Task Force Baltic, also NATO setzt Stab für CTF Baltic ein. Jetzt hatte allerdings der Verteidigungsminister am 21. Oktober anlässlich der Einweihung besagter Kommandozentrale sehr explizit gesagt, dies sei ein rein deutsches Hauptquartier und ihr Haus hat ja gestern nochmal nachgelegt via X und erklärt, die ausländischen Soldaten ständen alle unter deutschem Kommando. Da würde mich zunächst interessieren, ist das auch sonst üblich bei deutschen Hauptquartieren und Dienststellen, dass die NATO diese einsetzt? Könnten Sie uns das da mal aufklären? Sehr gerne. Wir haben ja schon auch gestern einiges an diplomatischen Dingen wahrgenommen. Nun ist das ja so, dass der russische Propagandaapparat eben tun muss, was Putin vorgeht. Wir haben da deutlich mehr Freiheiten und ich kann die Fakten gerne hier nochmal zusammenfassen, um diese Freiheiten dann auch gut zu nutzen. Sie haben die NATO-Pressemitteilung richtig zitiert, Established Commander. Und genauso haben wir das ja auch bezeichnet, dass wir die Aufgabe Commander Task Force für die NATO wahrnehmen und dazu einen Teil des Marinekommandos in Rostock zur Erfüllung dieser Aufgabe dann auch beauftragen. Es ist also eine Aufgabe, die das Marinekommando in Rostock wahrnimmt. Es ist keine NATO-Struktur. Zu Ihrer Frage, ob das üblich ist, ja, in fast jedem größeren Kommando befinden sich Austauschoffiziere, Verbindungsoffizierinnen, die auf einem bestimmten Status dann diese Aufgaben wahrnehmen. Und das ist auch eindeutig im 2+4-Vertrag so, dass das statthaft ist. Der 2+4-Vertrag, da zielt ja häufig die Kritik darauf, regelt eben nur die Stationierung von Truppenkörpern unter ausländischem Kommando in dem ehemaligen Gebiet der DDR. Und das ist eindeutig nicht der Fall. Also beide Fragen kann ich ganz eindeutig beantworten. Ein Verstoß gegen 2+4 ist falsch. Das ist Fake News. Es ist gelebte Praxis, dass in deutschen Hauptquartieren, die sich auf dem Gebiet der ehemaligen DDR befinden, Austauschoffiziere mit integriert werden. Das ist gängige Praxis im gesamten NATO-Bündnis, dass wir uns ständig auf dem Laufenden halten und dazu auch Personal austauschen, um die gegenseitige Praxis in den militärischen Dingen eben auch kennenzulernen und uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Die NATO hat das eben beschrieben mit Established Commander. Da ist es wichtig, Commander nicht mit Command zu verwechseln. Und das ist eben eine Aufgabe, die wir für die NATO übernehmen. Auch das ist richtig und gut. Und damit hoffe ich, zur Klärung beigetragen zu haben. Nachfrage. Noch eine Nachfrage bezüglich just dieser PM der NATO. Dort wird auch erwähnt, dass die Gesamtführung des Kommandos alle 4 Jahre zwischen Schweden, Polen und Deutschland wechselt. Da würde mich noch interessieren, wenn dann in 4 Jahren ein polnischer Admiral oder ein schwedischer die Führung des CTF übernimmt, wäre das in der Logik der Bundeswehr dann auch weiterhin ein deutsches Hauptquartier unter deutschem Befehl? Sie haben es ja eben wieder falsch wiedergegeben, wenn ich das so sagen darf und so direkt. Es wechselt nicht das Command, sondern der oder die Commander. Das heißt, es zeigt eine Nation an, die Aufgabe zu übernehmen
Und dann geschieht ein Wechsel, so wie das routinemäßig in der NATO immer geschieht. Das ist keine Rotation von Kräften und keine Rotation von Strukturen, sondern es ist eine Rotation in der Wahrnehmung der Aufgabe. So kann es sein, dass wenn Schweden in 4 Jahren diese Aufgabe übernimmt, dass Schweden dann sagt, und wir würden das gerne von unserem Teil des Hauptquartiers von mir aus in Stockholm wahrnehmen. Es ist nicht am Ort gebunden. Es ist eine Aufgabe, die von einer Nation für die NATO übernommen wird. Es ist keine Errichtung eines Hauptquartiers, einer Struktur, eines Truppenkörpers. Das versuchte ich deutlich zu machen. Und wenn es dazu Fragen gibt, gerne jetzt hierher damit, damit wir das hier abräumen. Gibt es weitere Fragen? Hintergrund. Die Koordination zwischen dem Bundesverteidigungsministerium BMVG und dem NATO-Hauptquartier in Brüssel scheint noch Verbesserungspotenzial zu haben. Am 21. Oktober hatte Boris Pistorius sowohl in seiner Rede anlässlich der Eröffnung des neuen maritimen taktischen Hauptquartiers für die NATO in Rostock als auch in seinem späteren Pressestatement mehrfach betont, dass es sich dabei um ein deutsches Kommando ohne Einbindung in NATO-Strukturen handeln würde. Einen Tag später legte das BMVG nochmals auf der Plattform X nach und erklärte, CTF Baltic sei ein deutsches Hauptquartier und die ausländischen Verbindungs- und Austauschoffiziere ständen alle unter deutschem Kommando. X-Zitat Verteidigungsministerium. Weil wir viele Kommentare zum CTF Baltic in Verbindung mit dem 2+4-Vertrag erhalten haben, der CTF Baltic ist keine NATO-Dienststelle, darum... Verstößt CTF Baltic gegen den 2+4-Vertrag? Nein, es ist ein deutsches Hauptquartier. Die 27 Soldatinnen und Soldaten aus Partnernationen sind Austausch- und Verbindungsoffiziere unter deutschem Kommando. Zitat Ende. Soweit, so gut. Allerdings hatten sie wohl ihre Rechnung ohne das NATO-Hauptquartier in Brüssel gemacht. Denn dieses veröffentlichte ebenfalls am 22. Oktober eine Presseerklärung zur Eröffnung von CTF Baltic in Rostock mit folgender Überschrift. NATO ernennt Kommandeur und richtet Befehlsstab der Task Force Baltic ein. Weiter heißt es in der NATO-Presseerklärung. Formal ist die CTF Baltic ein deutsches Hauptquartier mit multinationaler Beteiligung, das zunächst von einem deutschen Admiral geleitet wird. Die Position seines Stellvertreters wird zunächst von einem polnischen Flak-Offizier besetzt, die Position des Stabschefs von einem schwedischen Stabsoffizier. Ein turnusmäßiger Wechsel ist spätestens nach 4 Jahren geplant. Den Kern des Personals bildet der nationale Einsatzstab DEU MAFOR, der seit 2019 im Hauptquartier der deutschen Marine eingerichtet ist. Zitat Ende. Hierbei fallen mehrere Dinge ins Auge. Zum einen die Betonung von formal ist und zum anderen, dass davon die Rede ist, dass dieses Hauptquartier zunächst von einem deutschen Admiral geleitet wird. Dies wird in Folge auch entsprechend erklärt mit dem Verweis darauf, dass spätestens nach 4 Jahren die Leitung turnusmäßig an Schweden bzw. Polen geht. Das heißt, während Pistorius und sein Ministerium öffentlich erklärten, dass es sich bei CTF Baltic um ein deutsches Hauptquartier handle, in dem die ausländischen NATO-Verbindungs- und Austauschoffiziere unter deutschem Kommando stünden, verkündet die NATO zeitgleich, dass dies nur zunächst der Fall sei und spätestens in 4 Jahren ein schwedischer oder polnischer Admiral CTF Baltic leiten werde. Doch bereits jetzt kann man hinterfragen, inwieweit das Verteidigungsministerium öffentlich davon sprechen kann, dass die ausländischen NATO-Offiziere unter deutschem Kommando stehen, wenn zentrale Führungspositionen wie die des Vizebefehlshabers und der Stabschef von ausländischen NATO-Offizieren ausgefüllt werden. Welchen Sinn sollte denn bitte die militärische Position eines Vizebefehlshabers sowie eines Stabschefs haben, wenn nicht die Befehlsgewalt über die 180 Untergebenen im CTF Baltic im Friedens- und den 240 in Krisenzeiten zu haben? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.